Anna Rosso, 33, kommt in der neuen Bachelor-Folge voll auf ihre Kosten. Die Hamburgerin gilt schon seit Beginn der aktuellen Staffel als absolute Fanfavoritin. Sie kam dem Junggesellen Dominik Stuckmann, 30, auch schon etwas näher und hatte bereits ein Einzeldate mit ihm. In der neuen Episode geht es für Anna endlich zur Sache. Sie ergattert einen Kuss von dem Unternehmer und darf sich über das erste Übernachtungsdate freuen. Nach der spirituellen Wanderung mit dem Schamanen verbringt die 33-Jährige noch ein bisschen Zeit zu zweit mit dem Hottie. Die beiden entspannen bei einem Glas Sekt im Pool, und zwischen ihnen knistert es total, Domi und Anna küssen sich sogar. Weil die Beauty auch am Abend noch nicht zurückkehrt, sind die anderen Single-Ladies ziemlich genervt. Gute Frage, ob sie wiederkommt? Meint Christina Nicolardi, 27, im Einzelinterview. Und tatsächlich, wenig später fragt der Rosenverteiler die Blondine, ob sie die Nacht mit ihm verbringen wolle, war ein sehr schöner Abend mit dir. Ich würde mich riesig freuen, wenn du hier bleibst. Die Zweisamkeit scheinen Anna und Domi auch richtig zu genießen. Es war eine sehr kurze Nacht. Ich bin sehr müde, aber auch glücklich, schwärmt er. Was genau zwischen den beiden gelaufen ist, verraten sie zwar nicht. Wir haben versucht, es so gut es geht auszukosten, erzählt die Angestellte im öffentlichen Dienst aber mit einem vielsagenden Augenzwinkern.